wie viel Licht ausmachen kann. Manual Activation. Only authorized personnel allowed to operate. Ist das unsere Alarmanlage oder wie? Lass mich raten. Ja. Abgeschlossen. Sei mal schön, wie sie wissen, dass es von der anderen Seite abgeschlossen ist. Ein Tablet, oder? Oh Gott, wie ungeil. Dear Dr. Leonov, welcome to the Oakwood Hotel. We're so glad to have you with us and we hope you have a fruitful and comfortable stay. If you need any assistance, please do not hesitate to contact us using the hotel phone book. Sincerely yours, Frank Bauman, General Manager. What's in this hotel phone book? What is that? It seems there is no crank. What? Power is machinery, nature is ignorance. Was ist das denn? Hä? Da ist noch so ein Dingens da. Ich tippe fast drauf, dass die in das Schranktürchen da müssen. Ja klar, nimm mit. Looks like something fits in here. Was liegt denn hier alles rum? Sag mal. Das ist ein sehr strange Hotelzimmer. Kann ich die Musik? Die Musik ist schön, aber die Musik ist laut. Kann ich eventuell. Sorry. Die Musik nochmal etwas leiser machen. Geht ja schon. Nee, weil da ist sie aus, oder? Ah, die gilt. Ach so. Okay. Fällt es dann unter Effekt? Ja, Tatsache. Okay. Jawohl, Moment, es tut mir leid. Wir lassen es dabei. Und ich mache einfach. Ja, es passt so. Ich mache sie aus. Es tut mir leid, aber sie ist wirklich laut. Okay. Okay. Dann gucken wir doch hier mal. Okay, ist gar nicht so schwer, wie ich dachte. Glaube ich. Sagt sie jetzt und dann wird sie elendig scheitern. Use. Warte, ich muss erst gucken, welcher der ist. Welcher das ist. Der da. Use. Hier. Da. Danke. Dann der da. Ist ein Dreieck. Hier. Da. Und der letzte. Der da. Da oben. Nu. Muss ich was machen? Turn. Move. Hey. Z und X. Meinen die jetzt tatsächlich Z oder meinen die Y? Nee, die meinen tatsächlich Z. Warte. Okay. Aha, sowas ist das. Geil. Oh Gott, sowas liebe ich ja. Wenn ich den da oben drehe, dreht sich der unten wieder. Jetzt Moment. Moment. Kriegen wir hin. X. Der dreht sich gleich so weit. Der dreht sich immer. 3. Hä? Der dreht sich auch nur mit dem da oben, richtig? Warte mal. Wer dreht sich, wenn ich hier drehe? Der daneben. Immer 2. Immer 2. Und der da oben? Nein. Dreht sich immer 1 mit. Okay. Also nicht okay, aber irgendwie kriegen wir das schon hin.
Warte mal. Nein. Okay. Der da oben dreht sich jetzt nicht mehr, wenn ich den da drehe, richtig? Cool. Der Hell? Was ist das? The Room Supervisor. I-313. In order to prepare room number 297, you must check the status of every corner of it. The orientation film provided will teach you about this room and what it contains. Please be sure of opening the trapdoor in order to use the film projector. Ask your superior for the opening code. Once you're done with the inspection, please put the film into the container outside the oversight area. If you find something out of the ordinary, please call the oversight center. As soon as you can, by dialing 01138. Okay, wir sind hier irgendwo gelandet, wo wir, schätze ich mal, beobachtet werden. Wie wir versuchen, dieses komische Hotelzimmer zu verlassen. So verstehe ich das jetzt zumindest. Oh, es ist halt schon alles sehr schlecht versteckt, oder? Wenn wir das alles finden. Möchte kurz wissen, was das war. Hör auf, was das war. Film. Ach so, eine Filmrolle. Okay, alles klar. Turn them off and look for me. Mach sie aus und such mich. Enter. Move. Red. Hä? Tu ich da? Turn them off and look for me. Was? Enter. Und da steht WASD Move. Ich kann mit WASD nichts machen. Hä, jetzt blau. Ich bin verwirrt. Was? Keine Ahnung. Heute schäbige Hotelzimmer. Unser Timetable für den Kongress. Spannend. Warum könnte ich das alles mitnehmen? Noch eine halbe Zigarette. Kann man wieder ganz draußen machen. Haha. Nein, ich möchte den gar nicht anmachen. Gott. What? Call him. 48151. Sonst noch was? Ah, okay. B, E und N. Keep it. Ich werde den Fernseher nicht anmachen. Wie ungeil einfach. Dass sich da halt ein Zeug drin spiegelt im Fernseher. Kann ich hier noch irgendwas machen? So, ich finde den irgendwie angenehmer, wenn er on ist. Und wir gehen mal telefonieren.
Ich habe mir die Nummer natürlich jetzt nicht gemerkt. Ach, das ist das Phonebook, okay. 48151. Das stimmt doch nicht. Das ist doch vertauscht hier. Dr. Leonov, the table trapdoor is now open. Please, proceed. Okay, was? Wo stand neue Telefonnummer? Ich hab's vergessen. So. 01138. 0, 1, 1, 3, 8. Dr. Leonov, please, you shouldn't be dialing this number. Take your pills and get back to bed. Do not call here again. Ich will mir nicht umdrehen. Okay, oh, okay. Nimm meine Pills. Zur Hölle. Da spiegelt sich ein ganz anderer Raum als. Oder kann ich doch durchgucken in den anderen Raum? Das ist doch alles Kacke. Was? Wo bin ich denn jetzt? Ah, Gänsehaut. Oh, meine Hände schwitzen. Ich möchte hier nicht sein. Ich möchte hier weg. Oh, toll. Links oder rechts? Das heißt ja immer, man entscheidet sich unbewusst für die Tür. Also wenn man Linkshänder ist, entscheidet man sich unbewusst immer für links. Und wenn man Rechtshänder ist, unbewusst immer für rechts. Ich bin Linkshänder, also entscheide ich mich jetzt ganz bewusst für rechts. Aber dann wiederum soll man sich im Labyrinth, soll man sich dann nicht immer links halten? Huch. Oh, es ist ungeil. Einfach mal gucken, ob die Aufnahme nur läuft. Tut sie. Schade. Wenn sie jetzt nicht gelaufen wäre, hätte ich ja sagen können, schade. Halbes Spiel schon aufgenommen und kann ich wegwerfen. Brauche ich gar nicht weiterspielen. Gott sei Dank, komme ich irgendwann mal nur irgendwo an? Es ist ein anderer Raum jetzt. Eventuell ist es total egal, welche Tür ich nehme. So schön.
Nimm wieder rechts. Kann ich nicht laufen? Das ist so idyllisch hier. Ich warte drauf, dass jetzt gleich irgendwas... Okay, das ging unerwartet schnell. Wo ist Evgen? Ja, das freue ich mich auch. Ich frage mich ja, was es mit diesem kleinen... sich mit der Sonnenbrille auf sich hat. Habe ich mal Inventar? Do you need anything? Schön. Ja, toll. Das ist doch kacke. Ich bin sehr angespannt, deshalb rede ich gerade so wenig. Vielleicht soll ich mehr reden, um mich abzulenken. Also links war hier falsch, rechts war richtig. Ich glaube, rechts war immer richtig, bis auf beim letzten Mal. Da hätte ich links gehen müssen. Ich möchte laufen können. Lass mich doch laufen. Das ging jetzt irgendwie zu schnell. War das... Ja, das war der zweite Raum. Der dritte war das mit dem Filmprojektor. Okay, und hier jetzt links. Toll, es geht noch weiter. Ich hatte gehofft, das war's jetzt. Ich kann hier ja nichts machen. Ich kann hier nur durchlaufen. Ja, toll. Ups. Toll, das muss ich mir jetzt merken. Rechts, rechts. Links. Rechts. Könnte ich jetzt hinziehen, je nachdem wie viel Räume das werden. Ich glaube, das war falsch. Ich glaube, rechts war falsch. Kann ich zurücklaufen? Eigentlich? Rechts war richtig. Oder? Ach so. Oh, das ist ja gemein. We are science. Ach so, ist das eventuell das Logo von diesem komischen Kongress? Okay. Hä?
okay, hier laufe ich einmal rum. Dann geht es hier nicht zurück. Wenn ich jetzt zurücklaufe, warte mal, wenn ich nochmal rumlaufe. Okay, da ändert sich nichts. Wenn ich jetzt zurücklaufe. Nochmal, weil wir sind jetzt zweimal rumgelaufen. Wieder Mindfuck. Okay, dann gehen wir heute zurück. War scheinbar doch nicht richtig. Gänsehaut. Was nimmt der nur für Pillen? Laufe ich jetzt einfach wahllos so lange hier im Kreis, bis ich irgendwo ankomme? Scheinbar ja. Na dann. Ich kann ja eh nichts machen. Ich kann nur das Ding da nehmen. Oder anfassen. Oder was er immer ja damit tut. Ich fand es jetzt eigentlich ganz schön mit den mit dem blauen Himmel und den Herbstbäumen. Und eigentlich wäre ich jetzt viel lieber wieder dort. Oh Gott, brauche ich es dann zum Übersetzen noch? Ja? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin nicht. Entschuldigung. Ha. Kann ich das hier reinsetzen? Strange Object. Combine. Nee. Use? Hier? Nee. Combine? Ach, warte mal. Ha. Vielleicht mit dem seltsamen Ring, den wir vorher schon gefunden haben. Tatsache. Wir können es immer noch combinen. Oh Gott, das wird ganz furchtbar noch, ja? Nee. Ich glaube, dass wir das fürs Board brauchen. Ich glaube, dass man hier auch ganz viel Mist einfach nur mitnehmen kann, um den Spieler zu verwirren. Ach, hier und hier ist jetzt offen, ne? Hat er vorhin gesagt. Okay, warte. Okay. Moment, Moment. So. Das macht nichts. Wir haben zufällig einen in der Tasche. Geil. Namaste. Mhm. Okay. Das ist unser Zimmer. Das ist das komische Schrankschloss, das wir schon geknackt haben. Gott, was ist das denn? Oh Gott. Was? Ja, war's das? Okay, cool. Hallo, Ruckel, Ruckel.
Wollen wir davon machen? Hallo, warum ruckelt's denn hier so? Aus. Das war jetzt vielleicht doof. Ich lasse es nochmal laufen und lasse es dann on. Ah, ne. Läuft man dann nochmal durch. Okay. Ach, guck on. Hä? Wer lockt da schon nicht die ganze Zeit? Oder? Oder doch. Okay, wir combinen. Ich kann es immer nur combinen. Es fehlt immer nur irgendwas. Oh Gott, das wird fies noch, ja? Aber wo könnte es sein? Ich hab dort schon alles aufgemacht. Ich versuch's schon mal mit dem Schrank im Board zu benutzen, aber ich glaube, da fehlt noch was. War nur 4:23. Geile Badezimmer. Hab ich denn vorher angemacht? I can't use it, okay. Weil es nicht so weit ist oder weil es hier generell nicht geht. Also ich glaube, ich verstehe schon, wie ich das dann nutzen muss, aber mir fehlt halt noch was. Es ist so dunkel hier. Ich sehe nichts. Warum ist es hier so dunkel? Warte mal. Habe ich die Tür eigentlich schon ausprobiert? Locked from the other side. Okay. Das ist halt super ungeil mit dem Spiegelbild. Hier war auch nichts mehr, richtig? Richtig. Wenn ich jetzt nochmal anrufe, was passiert dann? Ach, warte mal. Wir könnten hier noch... I can't use it. Ich habe gedacht, vielleicht kann man mit dem die Scheibe einschlagen. Vielleicht beim besten Willen verstehe, was man sonst hier mitmachen soll. Und er vorher meinte, it seems there is no crank. Crank ist was zum Aufziehen, oder? Ach so. Okay, ich habe das irgendwie mit Crack verwechselt. Also mit einem Bruch in der Scheibe. Aber die haben wir vorher weggeworfen, oder? Die Pliers. Das heißt, ich kann jetzt den übrigen Kleiderbügel an nichts Nützlichem mehr umformen. Das kann ich hier immer nicht reinlegen, richtig? Warum habe ich eigentlich den Teller mitgenommen? Ah, jetzt geht's. Ja klar, jetzt geht's. Okay. Rotate. Z und X.
Oh Gott. What? What? Hä? Hä? Was muss ich tun? Das Geräusch ist wunderschön. Konnte ich das da irgendwie? Aber dieses Geräusch ist so widerlich. Aber ich konnte es. Ach, warte. Ach so. Oh Gott, ist ja noch schlimmer. Ja. Ich glaube, ich verstehe jetzt einigermaßen, was ich tun muss. Vielleicht? Vielleicht aber auch nicht. Die Geräusche sind aber so ekelig. Ich habe doch keine Ahnung, welches von diesen Bildern jetzt das Richtige ist. Wenn überhaupt irgendeins das Richtige ist. Oder muss ich das vielleicht so drehen? Ich habe halt keine Ahnung. Es ist wirklich so unangenehm. Nee, es muss so rum sein, weil das kann ich gar nicht direkt in die Mitte da drehen. Oder? Warte mal. Ah, doch, doch, doch. Geht. Es tut mir leid, dieses Geräusch ist wirklich, wirklich unangenehm. Und ich habe wirklich, wirklich nicht die geringste Ahnung, was ich tue. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse es jetzt auch bleiben. Ah! Manchmal jetzt schon mal die Augen aufmacht, Raffaella. Okay. Kann ich mich, wenn ich das angucke, kann ich mich dann umgucken? Nein. Cool. Oh Gott. Wir fangen mal mit dem Hintergrund an. Vielleicht. Okay. Das ist halt doof, dass ich das nicht... Okay, das ist dieser komische Pfeil muss auf jeden Fall nach unten. Jetzt muss ich die anderen zwei nochmal irgendwie verschieben, damit ich das sehe. Machen wir mal so, okay. Der Pfeil muss nach unten. Und dann hat man zwei so abgeschrägte... Tut mir so leid, dieses Geräusch. Moment, ich muss kurz gucken, ob das das Richtige ist. Sieht gut aus, oder? Also, sieht mehr oder weniger fast richtig aus. Okay. Und jetzt der komische Dingenskirchen in der Mitte mit dem Punkt.
Ja, hier, lass mich mal. Danke. Der da? Den dreh so. Ich weiß nicht, wie wichtig es ist, dass der total genau sitzt. Moment. Raus. Gucken. Ja, aber der passt ja gar nicht. Irgendwie. Oder? Wenn ich mir das so angucke. Ich bin halt einfach ein Naturtalent. He is watching. Ja, toll.